ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal einen Jeans-Test für euch. Ich wollte einfach mal rausfinden, wie viel muss man eigentlich für eine gute Jeans ausgeben. Bei keinem anderen Kleidungsstück gibt es solche Preisunterschiede wie bei der Jeans. Es gibt sie für 10 Euro bei Aldi oder Lidl. Es gibt sie aber auch für 2000 Euro bei so manchem Designer. Ja, und deswegen habe ich jetzt einfach mal 3 günstige und 3 teure Jeans anprobiert. Alle von der Optik her sehr ähnlich. Wir alle haben einen Straight Cut, einen verkürzten Straight Cut. Und werde euch gleich mal meinen Senf dazu geben. Ja, schreibt mir doch heute mal in die Kommentare rein, wie viel Geld ihr so für eine Jeans ausgibt. Das würde mich interessieren. Und wenn euch das Video heute gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, das mit einer Freundin zu teilen. Abonniert meinen Kanal, nicht vergessen. Und wenn ihr bei Instagram seid, habt ihr vielleicht auch Lust, mir dort zu folgen. Denn da habe ich auch jetzt neue Videos. Also diese Woche habe ich ein Video hochgeladen. Da habe ich einen Sockboot gezeigt, den ich leider letzte Woche nicht in meinem YouTube-Video zeigen konnte, weil er nicht rechtzeitig ankam. Und nächste Woche habe ich noch ein Video, da geht es darum, wie man das Basic Seidenbluse dreimal unterschiedlich stylt. Genau, bevor ich es vergesse, alle Jeans, die ich hier heute zeige, habe ich euch auch verlinkt, unten in der Infobox unter dem Video, und dasselbe gilt auch für die Teile, die ich trage. Ja, ich muss zugeben, früher war ich ein totaler Jeans-Snob. Ich habe immer nur Designer-Jeans gekauft. Dann wurde ich irgendwann Mutter, habe eine Zeit lang nicht gearbeitet, hatte kein Geld mehr für Designer-Jeans. Habe auch bei den Götzing-Ketten mal Jeans eingekauft und ist mir aufgefallen, dass die gar nicht mal so schlecht sind. Also nicht viel schlechter als die Designer-Jeans von der Optik her. So, und jetzt heute will ich es aber mal ganz genau wissen. Ich will mal schauen, zahlt man bei einer Marken- oder Designer-Jeans jetzt wirklich nur für das Label? Oder lohnt es sich, einen Aufpreis zu zahlen für Sitz, Verarbeitung, Material, Qualität? Ja, eins ist klar, auf Anhieb kann man nicht erkennen, ob eine Jeans günstig oder teuer ist. Das weiß ich deswegen, weil ich einen Test gemacht habe mit euch auf Instagram. Ich habe eine günstige und eine teure Jeans in die Kamera gehalten und nur die Hälfte von euch hat erraten, welche ist. Heute habe ich keine sehr günstige dabei, also keine für 10 Euro. Die günstigste ist hier 30 Euro. Also die günstigen bewegen sich zwischen 30 und 50 Euro und die teuren so zwischen 200 und 300 Euro. Ich habe alle Jeans darauf getestet, wie ist der Sitz und der Tragekomfort, also ja, wie fühlt sie sich an, wenn ich zum Beispiel Squats mache oder am Tisch sitze, schneidet sie dann unangenehm am Bauch ein, wie ist die Qualität, die Verarbeitung, sehen die Nähte zum Beispiel gut aus oder stehen zum Beispiel Fäden ab, und darauf, wie sie ausfällt. Also ich habe alle Jeans in Größe 27 bestellt und Länge 30, wenn man eine Länge wählen konnte. Ich trage normalerweise Größe 36 oder S und bin 1,72 groß. So habt ihr eine kleine Orientierung. Und am Ende dieses Videos zeige ich euch meine absolute Lieblingsjeans von allen, die ich anprobiert habe. Ja, ich war jetzt auf der Suche nach einer Jeans, die so ein bisschen vintagey ist, also die nicht so diesen hohen Stretch-Anteil hat, sondern eher einen sehr hohen Baumwollanteil und die nicht total destroyed ist, die eher eine gleichmäßige Waschung hat. Und ein Straight Cut, einen verkürzten Straight Cut. Und solche Jeans sind halt gerade sehr im Kommen. Und sie sind übrigens auch sehr viel figurfreundlicher als eine Skinny Jeans. Also eine Skinny Jeans verzeiht ja wirklich gar nichts. Aber so ein Straight Cut ist immer sehr, sehr schmeichelhaft und steht eigentlich so den meisten Figurtypen. Also ich mag die Jeans sehr und finde, man kann sie auch im Herbst super stylen mit schmalen Stiefeln drunter. Die sind ja leicht verkürzt. Das heißt, man hat also immer so eine Lücke zu füllen, die halt warm bleiben muss. Aber finde ich super schön zu kleinen Stiefeletten. Und jetzt lege ich aber endlich mal los. Ich starte mal mit einer Designer-Jeans, und zwar diese hier von Isabelle Marron Etoile. Hier gefällt mir die Waschung ganz gut. Ist schön, ist mir ein Tick zu dunkel. Ich halt wollte etwas Helleres haben, aber ist okay. Sie ist mir ein bisschen zu kurz. Ich bin ja 1,72, wie gesagt. Und mir sind die Po-Taschen, die hängen mir irgendwie zu tief. Also die ist so ein bisschen Boyfriend-mäßig lässig, aber macht einen leichten Hängepo. Wer will das schon? Aber ansonsten ist sie bequem. Also auch wenn man sich hinsetzt, schneidet nichts am Bauch ein. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein All-You-Can-Eat damit machen. Also es ist halt, sie besteht zu 100% aus Baumwolle. Das heißt, sie gibt gar nicht nach. Also irgendwann drückt der Knopf halt rein. Aber ansonsten okay. So, die nächste Jeans ist eine günstige von Esprit, oder günstiger. Was mir hier daran gefällt, ist die Waschung. Das ist hier eine etwas hellere Waschung. Das ist eigentlich das, was ich gesucht habe. Was ich nicht so mag, ist der Stretch-Anteil. Die hat eigentlich nur einen 1%igen Stretch-Anteil, aber die wirkt so stretchy. Und diesen Look wollte ich halt nicht haben. Ich wollte halt wirklich diesen Vintage-Look. Ansonsten, die Po-Taschen sind okay. Die Po-Taschen sitzen an der richtigen Stelle. Po-Taschen sollten ja am besten mittig sitzen, dann sieht der Po meistens am besten aus. Allerdings sind die Taschen ein bisschen klein. Ich mag sie lieber ein bisschen größer, dann wirkt der Popo auch kleiner. Und also ich würde mal sagen, also bequem ist sie auf jeden Fall durch den Stretch-Anteil.
Ich würde mal sagen, das ist eine Jeans für den Alltag. Also nichts Spektakuläres, nicht super, aber auch nicht schlecht. Die nächste Jeans ist wieder eine Designer-Jeans und zwar von Agnes Studios. Hier mag ich die schon auch sehr, ist etwas heller als bei den anderen. Das ist eine sehr lässige Jeans, die ist fast schon wie eine Boyfriend-Jeans. Mag ich aber sehr, muss ich sagen. Auch die Po-Taschen sind okay, macht jetzt nicht den super Knackarsch, aber ist okay. Und ja, im Großen und Ganzen wirklich gut. Also ja, also wirklich sowas für, ja, für wenn ihr was Cooleres sucht. Etwas, was eure Look so ein bisschen cooler und jünger wirken lässt. Zu der Jeans muss man noch sagen, dass sie nicht bequem ist. Das liegt aber daran, dass sie eine Nummer zu klein ausfällt. Am Popo und an der Taille ist sie zu eng. Ich denke mal, wenn man eine Nummer rauf geht, dann wird sie bequem sein. Auch wenn sie keinen Stretch-Anteil hat, also besteht zu 100% aus Baumwolle. Aber sitzt eigentlich sehr locker, aber halt nur an diesen zwei Stellen etwas zu eng. Die nächste Jeans ist von H&M. Was ich an der mag, sind die großen Po-Taschen. Die lassen den Po halt etwas kleiner und knackiger wirken. Die Waschung ist okay. Was ich nicht so mag, ist dieser Faded-Effekt hier im Wadenbereich. Was das soll, weiß ich nicht, aber es geht so gerade noch. Ich mag lieber die gleichmäßigeren Waschungen. Die hat einen Stretch-Anteil von 2% und das ist auch wieder das, was mir nicht so an der gefällt. Ich mag hier lieber die Jeans, die zu 100% aus Baumwolle bestehen. Und meine beiden Lieblingsjeans, zu denen ich gleich am Ende komme, die haben auch 100% und sind trotzdem sehr bequem. Ja, und die Jeans ist eher was für eine Frau mit einer geraden Figur, denn die war mir jetzt am Po so ein bisschen eng, aber sie ist trotzdem bequem, auf jeden Fall, auch wenn man sich hinsetzt, dadurch, dass sie diesen 1%igen Stretch-Anteil hat. Ich habe übrigens gerade gelogen. Meine Lieblingsjeans im Designerbereich, zu der ich jetzt komme, hat nämlich einen Stretch-Anteil von 2%. Sieht man aber nicht. Sieht aus wie 100% Baumwolle. Also diesen richtig schönen Vintage-Look. Und ich mag an der die Po-Taschen, ich mag die Waschung, den Sitz, einfach alles. Ist von der Marke 3x1. Das ist eine amerikanische Marke. Und ich muss sagen, also im Designerbereich habe ich schon immer die amerikanischen Marken geliebt. Also früher habe ich gerne mal J-Brand getragen oder Seven for Mankind, Citizens of Humanity. Also diese Jeans haben mich irgendwie nie enttäuscht und die ist wirklich top. So, jetzt komme ich aber zu meiner absoluten Lieblingsjeans dieses Videos und die ist nicht aus dem Designerbereich, die ist aus dem Günstigen-Bereich und zwar von Uniqlo. Diese Marke kannte ich vorher nicht oder ich habe von ihm gehört, aber ich habe dort noch nie was bestellt und eine liebe Zuschauerin hat mich auf diese Marke gebracht und sagte, Natascha, bestell doch mal ein paar Sachen von Uniqlo, mach mal ein Uniqlo-Haul. Und ich dachte, ich fange jetzt einfach mal mit einer Jeans an und bin direkt begeistert. Und zwar hat die so ein bisschen einen Mom-Jeans-Charakter, aber nicht übertrieben. Also sie hat nicht so diese extreme Karottenform, aber sieht sehr, sehr cool aus. Schaut euch mal den Schnitt an. Tolle Passform, mega bequem, wenn man sich hinsetzt, obwohl sie zu 100% aus Baumwolle besteht. Also hat auch diesen tollen Look, den ich mag. Und ja, ich bin von der absolut überzeugt. Und ich würde die auf jeden Fall sogar dieser 3x1 vorziehen, weil ich einfach vom Look her noch ein bisschen cooler finde. Die Po-Taschen sind auch, also ich sag mal, der Po ist jetzt nicht total knackig in der Jeans. Das liegt einfach an diesem Mom-Jeans-Charakter. Aber das stört mich auch nicht. Ich wollte halt diesen Look. Das ist bei der Designer-Jeans ein bisschen besser, aber insgesamt gefällt mir die von Uniqlo wirklich am allerbesten. Was die Verarbeitung betrifft, schneiden alle Jeans sehr gut ab. Die Nähte sehen alle gut aus, auch bei der günstigsten Jeans. Es stehen keine Fäden ab oder irgendwas. Ich denke mal, das Problem war mal eher bei einer 10-Euro-Jeans, die ich jetzt nicht dazu genommen habe, weil ich die nicht so ernst nehmen kann und die auch nicht mit einer Designer-Jeans vergleichen will. Das ist Quatsch aus meiner Sicht. Ja, was ich jetzt nicht beurteilen kann, ist, wie sich diese Jeans waschen. Das ist auch aus meiner Erfahrung immer so ein bisschen Überraschungspaket leider. Sowohl Designer als auch günstige Jeans können sich gut oder schlecht waschen aus meiner Erfahrung. Schreibt mir doch mal, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, ob ihr Marken, Jeansmarken kennt, die sich ja, sehr gut halten. Also grundsätzlich kann ich dazu sagen, ich würde keine Jeans mit einem sehr hohen Elastananteil kaufen, also mit über 5%, weil die halt sehr schnell ausleiern. Dann würde ich auch, also wenn es um Langlebigkeit geht, würde ich auch nicht zu den ganz dunklen Waschungen greifen, denn auch bei den teuersten Designer-Jeans faden die irgendwann aus. Also je häufiger man die wäscht, desto heller wird die Waschung. Und natürlich je mehr Löcher und Destroyed-Effekte die Jeans haben, desto schneller sind sie auch kaputt. Das ist klar, weil die Löcher mit der Zeit halt immer größer werden. Wozu ich jetzt auch nichts Genaues sagen kann, ist natürlich Verträglichkeit, Belastung mit Schadstoffen, ob jetzt die günstigen zum Beispiel mehr Schadstoff enthalten als die teuren. Ich weiß nur, dass Ökotest vor ein paar Jahren mal einen Test durchgeführt hat mit Designer-Jeans und günstigen Jeans und da haben alle Jeans ganz gut abgeschnitten. Ich glaube, die schlechteste Note war befriedigend.
überwiegend. Somit, also zumindest konnte kein Unterschied festgestellt werden zwischen den teuren und den günstigen Jeans. Mein Fazit, man kann teuer von günstig nicht unterscheiden. Sowohl was Sitz, Material, Verarbeitung, Qualität, Aussehen betrifft, man sieht nicht den Unterschied. Es ist halt wie üblich der Prestige-Effekt, das heißt, man zahlt einen Aufpreis für die Marke oder das Designer-Label, weil man sich einfach besonders damit identifiziert, weil man es mag, weil man sich vielleicht belohnen will mit einer tollen Designer-Jeans. Aber es gibt sowohl im günstigen als auch im teuren Bereich richtig schöne Jeans. Ich hoffe, mein kleiner Jeans-Test hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und schreibt mir doch, wie gesagt, in die Kommentare mal rein, wie viel Geld ihr immer für eine Jeans ausgibt. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche dabei, ihr Lieben. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.